Wir stehen vor dem Bellingroter Druckstock, einer Arbeit von Doris Salem aus dem Jahre 2011. Und was mir an dieser Arbeit so gefällt, ist das Kennzeichnende für die Weise, wie Doris Salem arbeitet. Das ist ein Fundholz, also sie hat es gefunden, und zwar in einem Ort im Bergischen Land. Und sie hat in diesem Fundholz eine geheimnisvolle Schrift entdeckt. Diese Schrift ist aber von Insekten in dieses Fundholz hineingeschrieben worden, also von ihren Knabbervorgängen und ihren Wanderungen. Aber sie sieht darin einen geheimnisvollen Schriftzug, der uns etwas sagen möchte. Und das ist insgesamt das, was sie präsentiert. Zunächst mal einfach das Holz als Holz. Aber dann macht sie daraus eine ganze Serie zu der sogenannten Bellingroter Urschrift. Jetzt entwickelt sie daraus eine ganze Systematik von ästhetischen Assoziationen, in denen alle immer diese Art der Insekten geschrieben haben. Das bringt sie dann hier in anderer Weise zur Geltung. Hier handelt es sich um eine Frottage, also dass man Abdrücke wählt. Diese Nähe zwischen dem, was in der Natur, in der Schöpfung sich einfach anbietet, und die Antwort, die die Künstlerin darauf findet, das finde ich faszinierend bei Doris Salem. Sie lässt sich absolut inspirieren von dem, worauf sie stößt, und macht daraus im kreativen Prozess eine Wirklichkeit, die zwar immer noch zeigt, woher sie kommt, aber ein neues Leben beginnt.